Finale auf dem Betze. Liebe FCK-Fans, wir begrüßen euch ganz herzlich zum letzten Spiel unserer Reihe 1 gegen 1, das Spielerduell, präsentiert vom Forstbetrieb Ruffing. Und bevor wir uns hier unsere Jungs holen, die das Finale bestreiten werden, würden wir mal sagen, ein Finale, das hat ganz besondere Kinostimmung verdient. Ihr habt es schon gesehen, unsere Jungs für das Finalspiel sind der Sieger des letzten Duells, Kenny Prinz Redondo, den ich jetzt gleich hier einmal zur Westtribünenseite begrüßen darf. Kenny, schön, dass du da bist. Dankeschön. Und sein Herausforderer, ihr dürft es eben schon gesehen haben, ist unser Neuzugang Julian Kral, der hier gleich seitens der Südtribüne bei mir sein wird. Hallo Julian. Hey. Schön, dass ihr zwei bei uns seid. Finale auf dem Betze. Zwar jetzt nicht fußballerisch, aber ihr seht schon, mit dem Aufbau hinten dran wird es schon ziemlich spektakulär. Kenny, hast du dich jetzt, nachdem du ja schon ein Spiel hier mitgemacht hast, besonders nochmal aufs Finale vorbereitet? Auf jeden Fall. Ich bin gut gedehnt und ich bin heiß auf jeden Fall. Julian, du bist der große Herausforderer. Was macht dich zuversichtlich, hier gegen Kenny noch auf der Zielgeraden den Titel zu holen? Naja, ich denke, es sind immer verrückte Spiele dabei, deswegen weiß man nie, was auf einen zukommt. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich da einiges reißen kann. Sehr gut. Ihr seht, hier hinter uns ist ein spektakulärer Aufbau. Wir hoffen, keiner von euch beiden hat Höhenangst. Das wäre tatsächlich schlecht für unser Spiel Hochstapler. Und auch dafür holen wir uns, und weil es das Finale ist, einen Experten dazu, Patrick Ruffing. Ihr kennt ihn schon vom letzten Spiel vom Baumartenraten. Patrick, das ist dein Applaus. The Pat. Sehr schön. So, Patrick, komm einmal zu mir rüber. Im Forstbetrieb, da geht es für euch ja auch öfter hoch hinaus. Mhm. Auf Bäume, nicht auf Kästen. Aber du hast sicherlich auch ein paar Tipps für die Jungs heute im Gepäck, wie sie das schaffen können, oder? Naja, schauen wir mal. Ich habe es ein bisschen ausprobiert und wir gucken mal. Sehr schön. Denn, wie man hier an den Kästen sieht, unsere Spieler müssen hier natürlich top gesichert Kiste um Kiste übereinander stapeln, und derjenige, der in zwei Versuchen die meisten Kisten gestapelt bekommt, der gewinnt und geht als Sieger unseres Duells nach Hause. Und ich würde sagen, bevor wir gleich noch mal näher auf die Technik eingehen, Jungs, schon mal eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck, damit wir ermitteln, wer anfängt. Der Sieger darf entscheiden. So, Julian, du zuerst oder darf Kenny? Kenny fängt an. Sehr schön, dann gehen wir einmal rüber zum Steiger. So. Bevor es dann gleich losgeht, das hier sind die Kisten, um die es geht, die gestapelt werden müssen. Patrick, was haben unsere Jungs denn für Techniken oder für Möglichkeiten, hier möglichst hoch zu klettern? Man kann sie prinzipiell so rum auf den Boden stellen oder andersrum. So habe ich die Erfahrung gemacht, dass man hier besser mit den Füßen reinkommt und dass es stabiler steht. Und dann kommt es halt aufs Gleichgewicht drauf an, quasi so seitwärts oder so halt. Sehr schön. Ihr habt ja schon das ein oder andere euch abschauen können. Damit hier natürlich auch alles ohne Verletzung über die Bühne geht, sind unsere Jungs top gesichert. Kenny, ich würde dich bitten, einmal hier diesen Gürtel anzuziehen. So, wie er liegt. So, nach vorne. Okay. So, Julian, während Kenny hier in die Sicherung steigt, hast du denn schon einen Plan für dich, wie du die Sache gleich angehen willst? Oder erstmal bei Kenny zuschauen, wie er sich schlägt? Ich werde gucken, wie Kenny das macht. Ich hatte einen kleinen Plan im Kopf, aber durch die kleine Einführung habe ich mir jetzt auch Gedanken gemacht, vielleicht ist es auch ein blöder Plan. Deswegen, ich gucke erstmal, wie es Kenny macht, und dann weiß ich, ob ich direkt nachziehen muss oder ob ich auch einen Durchgang Zeit habe, um mich einzugewöhnen. Da Kenny natürlich ab einer gewissen Höhe nicht mehr auf die Kisten am Boden kommt, Julian, bist du mittendrin statt nur dabei und hast die Aufgabe, Kenny die Kisten auch anzureichen. Das ist natürlich alles möglichst fair, damit es ja auch ordentlich abläuft. Immerhin wird Kenny dir nachher auch die Kisten anreichen und hätte dann die Chance, sich zu revanchieren.
So. Okay, runter, runter. Wie fühlt es an, Kenny? Wir behalten die Kamera auf jeden Fall oberhalb der Gürtellinie. So, und Kenny, wenn du soweit bist und bereit bist, dann können wir starten. Da muss ich nur noch einmal zur Zeitnahme schauen, damit wir auch die Zeit mitschneiden. Denn sollte es am Ende tatsächlich so sein, dass ihr beide genau die gleiche Anzahl an Kästen stapelt, dann entscheidet die Zeit, wer seine Türmchen schneller zusammengebaut hat. So, Zeitnahme ist bereit. Dann... Wollt ihr schummeln, ne? Sehr gut, hier wird schon sehr darauf geachtet, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Kann ich die ein bisschen weiter rüber? Hier, ich gebe sie dir. Okay. Du bist so weit? Ich mache auch schnell, versprochen. Jo. Dann an die Kisten, fertig, los. Nicht so ziehen mit dem Seil. Sieht auf jeden Fall gut aus, schaut wie super Kenny aus. Das hier macht. Hätte auch noch auf dem Boden stehen bleiben können, bis er anfängt zu klettern. Hat sich aber direkt fürs Klettern... Oh! Da vielleicht auch noch mal zur Erklärung des Regelwerks. Wenn der Kasten beim Anreichen fällt, ist es kein Problem. Sobald der Turm kippt, ist die Runde beendet und dann würdet ihr einmal wechseln. Siebte Kiste schon hier für dich, Kenny. Ah, das sieht schon sehr gut aus. Ja, Julian, wenn Kenny so hoch ist, dass du sonst nicht mehr rankommst, dann holen wir dir selbstverständlich noch einen Kasten als Stütze. Nicht, dass das hier noch auf die Zeit geht. Danke. Sieht auch sehr stabil aus. Er macht das viel zu gut. Julian, hast du ja schon ein bisschen Angst, wenn du siehst, wie konzentriert Kenny da arbeitet? Also ich habe gedacht, so 5-6 Kästen sowas in die Richtung, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da hat einer Freude, im Finale zu gewinnen. Wenn es zu hoch wird, kannst du dir den Kasten als Stütze nehmen. Wenn es denn tatsächlich gleich alle gelben Kisten werden sollten, dann hätte Kenny hier mit 17 Kästen schon mal vorgelegt. Das ist sehr beeindruckend hier, wie ruhig du da oben auch sitzt. Schmeiß mal ein bisschen, Bro. Ja. Nochmal. Ja. Sabotage. Also Julian, wenn du jetzt in seinen Turm reinfällst, ist das Sabotage, dann gibt es direkt alle Punkte für Kenny. Ey, ich gebe hier schon alles, damit ich ihn noch anreichen kann. Ich bin auch sehr dankbar. Aber man muss sagen, Kenny, wahnsinnig starker Beginn hier von dir. 16 von 17 Kästen hast du ganz sicher gestapelt. Das ist meine Ansage. Julian, ich würde sagen, jetzt geht's für dich hier in unseren Gurt und dann schauen wir mal, ob du da mithalten kannst. Julian, ordentlich gesichert bist du schon mal? Bist du jetzt motiviert oder war das schon fast ein bisschen einschüchternd, wie Kenny hier gestartet ist? Einschüchternd, definitiv. Kenny, dann wärst du einmal so lieb? Auf jeden Fall. Würdest Julian gleich auch die Kisten anreißen? Hast du auf jeden Fall mal ordentlich vorgelegt. Ja. Du bist soweit? Ja. Du auch? Yes. Dann blicke ich noch einmal zur Zeitnahme, damit das auch alles korrekt ist. So drin ist cleverer, oder? Und dann würde ich auch hier sagen, an die Kästen, fertig, los. Ei, ei. Eventuell ist das
die andere Seite. Ja, ich habe nur gedacht, dass es so vielleicht stabiler ist, wenn die quer sind, aber... Ja, wir wollen ja auch nicht da in deine Technik reinreden. So ist besser. Ja, so ist wirklich besser. Boah, zählt das noch? Das ist nicht auf dem Boden. Da muss ich einmal zum Schiedsrichter gucken. Zählt das noch? Das zählt nicht. Ich krieg leider einen Kopfschütteln. Schwierig. Da ist eine Runde schon beendet mit 4 Kästen. Aber Kenny muss da jetzt gleich in der zweiten Runde erst noch mal seine Leistung von eben bestätigen. Und für dich ist noch alles offen. Für mich ist das bis jetzt ein Rätsel, wie der das gemacht hat. Also ich denke, er hat körperliche Vorteile. Ja, Julian, vielleicht war da jetzt auch der Druck ein bisschen hoch. Deswegen drehen wir jetzt den Spieß einfach mal um. Du bleibst im Geschirr, du startest die zweite Runde und vielleicht kannst du jetzt ein bisschen Druck auf Kenny aufbauen. Der muss dann ja auch erstmal noch in der zweiten Runde bestätigen, was er bisher geleistet hat. Das ist richtig. Sehr schön. Du bist soweit, du hast auch eine neue Technik oder eine andere im Kopf. Eine andere. Sehr schön. Dann, die Zeitnahme ist auch bereit. An die Kästen, fertig, los. Julian jetzt hier seine Größe aus und macht hier erstmal ganz entspannt Kasten auf Kasten. Ah, das sieht doch schon sehr gut aus. So, warte, kannst du mir mal die anderen geben? Jetzt muss ich mir eine Treppe bauen. Ja, auch das ist... Gut, dass ich früher Lego gespielt habe. Erlaubt. Wir haben ja schon eingangs erwähnt, liebe Fans, es gibt verschiedene Techniken, wie man hier sein Türmchen hochbauen kann. Und der Julian, der baut sich jetzt einfach einen zweiten nebendran. Ja, sehr schön. Gut sieht das aus. Ich brauche mehr Zusatzkästen. Ja, ganz so einfach wollen wir es jetzt auch nicht machen. Okay. 13 Kästen nee, hast gut, du gut. Jetzt. Insgesamt sind es 17 für dich, Julian. Ach, Julian ist hier um keine Idee verlegen. Zwei Kästen fehlen ja noch für die volle Anzahl. Julian, jetzt ganz konzentriert bleiben. In der obersten Feld ist es kein Problem. Das ist ein angereicherter Kasten. Erst wenn sie auch vom Stapel fallen, dann nee, wäre die Runde wird vorbei. Nichts. Gib mir. Bauen sollen. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Nee, da komme ich nicht. Bist du sicher, möchtest du jetzt hier selbst an der Stelle beenden? Ja, weil sonst stürzt es noch auf mich drauf und das wollen wir alle nicht. Das wollen wir alle nicht. Da kann ich mich jetzt recht. Einfach hier runterlassen? Rein. Perfekt. 15 Kästen hast du jetzt hier geschafft, plus die 4 aus dem ersten Durchgang. Heißt, für dich stehen gerade 19 Kästen. Ich hätte es von Anfang an so machen sollen, dann hätte ich nicht diesen komischen Vierer-Durchgang gehabt. Das ist richtig. Und trotzdem, Kenny, jetzt ist deine zweite Runde. Ihr wechselt einmal. Da hast du sicher dich selbst gemerkt, ohne dass wir es sagen, wie viele Kästen du jetzt bräuchtest, um zu gewinnen. Was habe ich denn vorgehabt? 16 hatte ich? Richtig. Und er hat jetzt, was waren das? 19. Ja, dann muss ich nur 3 machen. Oder 4 besser gesagt, um zu gewinnen. Ja, ein Gleichstand ist ja kein Sieg, das stimmt. Also 4. Brauche ja nicht mal in die Seile. So. Sehr schön. Kenny, auf zu deiner zweiten Runde und vielleicht zum Sieg in unserem Spielerduell. An die Kästen, fertig, los. Thank you.
Sehr schön. Also, liebe Fans, mit diesen jetzt 5 Kisten. Ihr habt vielleicht selbst mitgezählt. Ja, hat Ken Julian schon übertroffen und sich den Sieg gesichert. Aber da seht ihr mal, wie ehrgeizig unsere Jungs beim FCK sind. Natürlich will man jetzt hier auch das Bestmögliche rausholen, um da auch mal eine Marke zu setzen. Wir sind gespannt, ob Kenny das hier auch gelingt und wie hoch hinaus es noch gehen kann. Wie Kenny da arbeitet. Also besser kann man es wahrscheinlich tatsächlich nicht machen. Muss unser Julian sich hier überhaupt nicht schämen. Das sieht extrem professionell aus, wie Kenny das macht. Totenstille auch hier im Fritz-Walter-Stadion, wie man hört. Sind hier alle ganz gebannt und fasziniert, wie das Stapeln hier gerade funktioniert und läuft. Eine Kiste noch. Eine Kiste, dann wäre hier wirklich alles weg verstapelt, was wir rumstehen haben. Gerne ein bisschen Anfeuerung von unserem kleinen Publikum, ein bisschen klatschen, das wäre sehr angebracht an dieser Stelle. Gut, so Kenny. Oh Julian, da ist er jetzt mit seinem letzten Kasten. Kann man auch schon sagen, da kann man auch ganz würdig als Verlierer aus diesem Duell gehen, wenn man sieht, wie professionell Kenny das hier macht. Das ist Wahnsinn. 17 Kästen. Kenny, bleib doch einmal gerade kurz noch da oben sitzen. Denn ich denke, dass der Julian jetzt auch nach der Leistung dir sehr, sehr gerne diesen Pokal überreicht. An den du hoffentlich jetzt auch noch drankommst. Boah, wird schwer, ne? Das wird jetzt richtig schwer. Wir haben auch noch ein paar Kästen, wenn du dein Treppchen höher bauen willst. Kommst du so? Nee, wa? Ach, sieht... Warte. Sollen wir dein Treppchen erhöhen, Julian? Warte. Komm. So muss der sitzt nicht richtig. Schau nochmal, dass der sitzt. Der letzte... Ja. Ja. Der passt. Ja. Denn Sicherheit ist sehr wichtig hier. Geh mal lieber weg. Sehr schön. Schöneres Bild könnte es für uns jetzt nicht geben, Kenny. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der Sieger unseres Formats. 1 gegen 1. Das Spielerduell präsentiert vom Forstbetrieb Ruffing. Das war's, liebe Fans. Das Finale unseres Spielerduells präsentiert vom Forstbetrieb Ruffing. Patrick, wie zufrieden bist du denn mit dem heutigen Spiel und mit allen Duellen? Hat er super gemacht. Er hat noch mehr Qualifikationen, wie nur Fußball zu spielen. Also er kann ruhig in die Forstbranche oder in die Getränkebranche gehen. Sehr schön. Kenny, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Den hast du dir hart erkämpft. Einmal damit ganz viele verschiedene Baumarten zu erkennen und heute in Perfektion zu stapeln. Steckt in dir schon immer so ein kleiner Kletteraffe? Ich glaube schon, ja. Schlummert irgendwo, ne? Sehr gut. Ja, vielleicht, wer weiß, so, wenn du es mit dem Hoch hinausklettern hast, schauen wir mal, was in der Tabelle dieses Jahr so möglich ist. Richtig. Julian, mit 33 von 34 möglichen Kästen, die er gestapelt hat, da kann man auch trotz der Niederlage stolz sein, oder? Ja, ich würde einfach sagen, er hat es einfach wirklich gut gemacht. Also ich glaube, keiner hier damit gerechnet, dass er so gut macht, dass er bis ganz nach oben kommt. Das war schon echt eine starke Leistung. Dafür einfach nur Respekt für ihn. Er hat verdient gewonnen. Sehr schön. Liebe Fans, wir hoffen, ihr hattet auch ganz viel Spaß bei allen Duellen, die wir euch gezeigt haben. Freut euch mit Kenny, dass er hier gewonnen hat und so einen schönen Pokal bekommen hat. Wir danken euch fürs Zuschauen und wünschen euch einfach noch eine schöne weitere Saison mit unserem FCK.